Du gehst hin und wirst untersucht und wirst geguckt, tauglich ob, tauglich, ob du da für den Militär... Also bei uns war ja auch schon so öfters mal die Polizei wegen meinem Bruder, aber sowas, die haben den dann immer bloß gebracht. Die sozialistische Weltrepublik. Ich habe mit denen abends bis in den Puppenfernsehen geguckt, im Westfernsehen, Politik haben wir geguckt. Ich habe meine Onkels kennengelernt, die was Westzeug mitgebracht haben und alles. Na, Kaffee, Süßigkeiten. Schokolade, die es bei uns nicht gab, ja. Bei uns gab es ja nur... abgetragene Klamotten. Ja. Aber ich habe das ganz anders mitgekriegt. In meiner Kindheit war das anders. Ich bin mehr anders aufgewachsen, wenn einer sagt, ja, DDR oder so. Ist für mich. Ja, wir mussten uns anstellen, weil wir wollten es ja mal essen. Wir haben uns angestellt. Halt. Ja, aber ich habe gesagt, ich stelle mich nicht an, war? Das weißt du noch wie heute, wenn oben eine Schlange ich ist. Ich mich ja nicht stellen, denn wenn die alte, die wäre, oh, na, da gab es eben alles. Man kann doch mehr aus den Betrieben rausholen. Man brauchte eigentlich keine Angst. Mich haben sie einmal kontrolliert. Da war ich an der Ostsee mit den Kumpels und da sind wir abends saufen gewesen. Und das war um 10, 11 rum. Auf einmal kamen da zwei an. Das war aber am Strand. Und auf einmal so, was macht ihr hier? Naja, feiern und so. Ab um 10, 11 war Sperrstunde. Durfte es da nicht mal. Weil die Angst hatten, dass wir rüberschwimmen nach Norwegen oder Schweden. Oder was weiß ich, was da in der Nähe war, was von Land. Dass wir abhauen. Aber ich wollte ja nie abhauen. Also ich persönlich wollte nie abhauen. Die drei jungen Männer haben das Westufer erreicht. Das darf nicht, das nee. Nicht. Das war nicht. Das aber ist so, ich hatte keinen Grund wegzurennen. Mich haben die ja auch nicht, dass ich in eine Partei eintreten sollte oder so. Haben die nie gefragt. Da kamen die wirklich nicht an. Ferienlager. Muss man sagen, Ferienlager ja, war sehr für die schön. Kinder haben für sie die Kinder war sehr viel. Also da auch die Ferien, wie Ferien, da bist du in der Schule gegangen, da konntest du da Film machen. Die haben da Film gemacht. Ja, Polizeiauto und dann kommt die vor die Tür und ich gucke die an und sage, haben wir denn einen Durchsuchungsbefehl? Und da guckt er mich an und sagt, wir gucken wohl zu viel Westfernsehen. Wow, die dürfen ja nicht in die Wohnung rennen. Also bei uns war ja auch schon so öfters mal die Polizei wegen meinem Bruder, aber sowas. Die haben den dann immer bloß gebracht oder abgeholt. Ja, aber die haben ja keinen Durchsuchungsbefehl nee, und nicht die standen da ja dann draußen an der Türe oder im Flur bei uns dann, aber... Ja, das gemustert wird. Gemustert für Militär. Du gehst hin und wirst untersucht und wirst geguckt, tauglich, ob du da für den Militär tauglich bist oder nicht. Und dann kam aber die Wende. Und dann haben die gesagt, wenn zwei Familienmitglieder, also Brüder oder so, zum Militär schon waren, braucht der dritte, vierte nicht mehr hin. Und ich war ja der dritte, vierte. Ich brauchte nicht aber hin. Dein Papa wäre ja nie gegangen. Nee, die Unterschiede sind immer noch. Sind immer noch zu krass, die Unterschiede. Ja, zwischen die alten Bundesländer. Ost und West. Ja, die alten. Das heißt ja immer noch Ost und West. Genau, aber die alten Bundesländer und die neuen. Weil, ist ja logisch, weil das Kapital ja mehr da drüben ist, als wie hier bei uns, ist ja logisch. Ja, wie die Löhne. Und mit dem Lohn, du kannst den Lohn schon sagen, die Löhne sind immer noch im Osten niedriger wie im Westen. Machst aber dieselbe Arbeit, ja. Vielleicht noch mehr. Ja. Wie die im Westen und haben, das ist ja schon bei uns. Aber das ist ja normal, das ist ja normal, dass die werden in 10 Jahren immer noch mehr verdienen wie wir. Weil wir immer. Schaffen das ja nicht. Wir schaffen die Lohnsteigerung, schaffen wir ja nicht. Das ist grüner wird, ja. Blühende Landschaften. Blühende Landschaften, ja. Helmut Kohl. Blühende Landschaften, hat er versprochen. Die sind gekommen. Ja, die Wirtschaft wird blühen und alles. Und dann sagt man blühende Landschaften, weil die Industrie. Vielleicht wäre ich doch irgendwann mal gesagt, ich haue ab oder so. Ich weiß es nicht. Ich war ja 18, 19. Ich weiß es nicht. Kann schon möglich sein, ja. Aber ich hatte
nicht das Bedürfnis abzu. Nicht so gut wie jetzt. Kaffee haben wir fast 9 Euro bezahlt für ein Päckchen. 8,75. Ehrlich mal. Da hast du dich überlegt, ob du Kaffee trinkst oder nicht. Aber dafür haben sie immer geprallt mit dem Brötchen. Das Brötchen 5 Pfennig. Das Brot nur eine Mark oder was weiß ich. Ja, ja, was kostet denn das Brot jetzt? Beim Bäcker war nicht ganz so teuer wie jetzt. Und die Brötchen, was kosten die denn jetzt? 15 Cent. 13 beim Penny. Ach, sind schon unter? 13 Cent. So, und waren immer 15. Und die Milch haben sie geprallt. Und das haben sie geprallt. Und was kostet es denn ich jetzt? Ich fand es aber schöner mit der Milch. Also ich glaube... Du ja, du sagst auch schon.